Plussport bei den Allianz Kundler German Juniors, der weltbesten Tennis-Junioren. Bei den Einzeln standen die Halbfinals auf dem Programm. In den Doppelkonkurrenzen fiel schon die Entscheidung über die Turniersieger. Im Steffi-Graf-Stadion kämpfte Favorit Rudolf Molliker gegen den ungesetzten Jack Draper um den Einzug ins Endspiel. Der britische Linkshänder, im ITF-Junioren-Ranking 40 Plätze tiefer platziert als Molliker, machte es dem Berliner schwer. Er nahm Molliker gleich den ersten Aufschlag ab. Bahnte sich da eine Sensation an? Zeitgleich lief auf Court B das Semifinale zwischen der Ukrainerin Anna Laguzza und Elisabetta Cocciaretto aus Italien. Laguzza war beim souveränen Zweisatzerfolg die technisch perfektere Spielerin und steht verdient im Finale. Auf dem Center Court hatte Molliker indessen besser ins Match gefunden und hatte sich den ersten Satz noch mit 6:4 geholt. Auch Durchgang 2 blieb spannend. Die Schlüsselszene. Draper setzt einen gefühlvollen Stopp kurz hinters Netz, doch Molliker kommt wieselflink an den Ball, bringt Draper mit seinem Return in Bedrängnis. Der Brite kann nur noch einen zu flachen Lob zurückspielen. Sichere Beute für Molliker. Break zum 5:3. Und bei eigenem Aufschlag macht der Rot-Weiße dann den Finaleinzug klar. Das zweite Halbfinale gegen den Briten Aidan McHugh gewann überraschend der ungesetzte Stefan Palosi. Der Rumäne, der schon die Nummer 1 der Setzliste aus dem Turnier geworfen hatte, spielte stark auf. Der Matchball nach 2 glatten Sätzen, ein Ass, als Vorwarnung an Rudi Molliker. Im zweiten Halbfinale der jungen Damen stand die 17-jährige Dortmunderin Jule Niemeyer. Ihre Gegnerin, die 3 Jahre jüngere Chinesin Qin Wenzheng. Die Deutsche, die sich von Match zu Match gesteigert hatte, dominierte das Spiel. Und nach klar gewonnenem ersten Satz gab die Chinesin bei 1:4 in Durchgang 2 wegen Schulterproblemen auf. Ich habe sehr gut angefangen auf jeden Fall und ich war direkt selbstbewusst, habe das dann bis zum Ende durchgezogen und dann ja, insgesamt bin ich sehr zufrieden. Die ersten Sieger der 41. internationalen deutschen Jugendmeisterschaften wurden in den Doppeln gekürt. Bei den Juniorinnen war das russisch-chinesische Duo Anastasia Kulikova-Xiu Wang der französischen Kombination Clara Burel-Yasmin Mansouri drückend überlegen. Die Französinnen bekamen die Brille verpasst. 6:0, 6:0. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Unser Plan war es, hart zu schlagen. Wir sind beide Linkshänderin mit einem guten Aufschlag. Der Plan ist aufgegangen. Ja, sehr glücklich. Ich habe dieses Turnier sehr genossen. Es ist das erste Mal im Finale und wir spielen 6-0, 6-0. Das ist unglaublich. Weitaus spannender ging es bei den Junioren zwischen dem französisch-japanischen Doppel Konstantin Bitu-Kusmin und Naoki Tajima und den US-Amerikanern Ryan Götz, Axel Neff zu. Es war ein Match auf Augenhöhe. Mit herrlichen Volley-Duellen, Stops und Gegenstops, gekonnten Passierschlägen, mal Longline, mal Cross. Satz 1 ging im Tiebreak mit 11:9 an die französisch-japanische Paarung. Durchgang 2 holte sich das US-Duo mit 6:3. Entscheidung, also Match-Tiebreak. Und in dem waren die Amerikaner einfach cleverer. 10:5, würdige Sieger von Berlin. Wir fühlen uns wirklich gut. In den ersten Runden hatten wir einige enge Matches, aber ich bin froh, dass wir durchgekommen sind. Auf jeden Fall, heute war eine Achterbahnfahrt, aber wir haben die Oberhand behalten. Am Schlusstag versprechen die Einzelfinals dann nochmal Klasse-Tennis der Weltstars von morgen.